Freunde, in Fortnite gibt es derzeit 14 verschiedene NPC-Bots, die teilweise sogar mythische Waffen verkaufen und geisteskranke Fähigkeiten haben, was von Aimbot bis Wallhack wirklich alles dabei hat. Und wir dürfen heute nur mit den Waffen des jeweiligen NPC-Bots spielen und müssen versuchen, damit den epischen Sieg zu holen. Und damit das Ganze so richtig spannend wird, werden wir das Ganze jetzt auf zufällig stellen. Und wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, dann tragt doch gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Erste Runde, Freunde, was wird es sein? Es ist... die Nummer 8? Was ist denn die Nummer 8? Okay, Leute, dann lass mal schauen. Und zwar, richtig geraten, Nummer 8 ist Schoti. Philipp, Karl und Axel. Drei Erbsen in einer Schote. Nach der Raffinerie wollen sich Philipp, Karl und Axel für die Erbsenkumpels dreifach ins Zeug legen. Das Geschäft brummt. Naja, hat es jedenfalls. Jetzt müssen sie nur die nächste gute Verkaufsidee finden. Okay. Ey, wo bin ich gelandet? Oh Gott, das ist nicht mal hier. Ich darf gar nicht in dieses Gebiet rein. Wisst ihr noch, in der letzten Fortnite-Season, wenn man hier gelandet ist, ist man teilweise einfach sofort gestorben. Man ist nämlich rausgeflogen und konnte dann gar nichts mehr machen. Und jetzt ist das Krasse wieder passiert, aber so ähnlich. Und zwar schließt die letzte Zone hier einfach nicht mehr. Hallo Schoti, ich bin ein bisschen angeschlagen. Kannst du mir helfen? Mal gucken, was der verkauft. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Schoti war ja im letzten Battle Pass drin. Das Krasse ist aber, dieser Dude hier hat eine Waffe dabei, die seit 4 Kapiteln nicht mehr drin gewesen ist. Oh Gott, der freut sich sogar. Ja, dann komm mal her. Okay, er schenkt mir einen Fuffi. Eine Hammer-Pumpgun. Oh Gott, du hast ja gar nichts dabei. Frag nach Philipp, Karl oder Axen. Was? Das Problem ist halt nur, um an diese Waffe heranzukommen. Naja, muss ich ein bisschen Chibi-Chaga aus ihm machen. Deswegen Augen zu und durch. Gott, der hat sie schon in der Hand. Es ist die legendäre, die einzigartige Pistole. Ihr denkt euch jetzt so, ja, das ist doch nichts Besonderes. Aber ihr glaubt gar nicht, wie wertvoll diese Waffe ist. Und zwar ist das hier die einzige Waffe, die derzeit im Spiel drin ist, die Hitscan macht. Das heißt, egal wo ihr hinzielt, es gibt kein Bullet Drop. Das ist so geisteskrank. Ja, komm, wir müssen draufgehen, es hilft nichts. Gut, dass ich den nicht bekommen habe, weil der hat nicht bei der Waffe dabei. Das Einzige, was ich hätte machen können, wäre Riften gewesen. Ich glaube, wir gehen einfach in die neuen Gebiete rein. Oh Gott, wieso guckt mich Galactus so komisch an? Junge, guck mal woanders hin. 2 von 3 Bossen sind schon tot. Mal gucken, ob wir den in Doomstadt besiegen können. Übrigens, die Waffe muss ich wegwerfen. Das andere Gute ist, ich habe 245 Schuss. Ich habe eben Munition auf dem Boden gefunden. Die muss irgendjemand verloren haben. Oh, die sind hier irgendwo. Eine steht da. Sollen wir es mal testen? Es funktioniert! Ich kenne kein Bullet Drop, aber du schon. Ich schieß mit einer Pistole. Oh Gott, er kommt. Mit der Shuri-Fähigkeit. Ich habe keine Mats. Oh oh. Ich habe keine Mats dabei. Das ist doch Hitscan. Okay, das lief überhaupt nicht. Das lief überhaupt nicht gut, Mann. Nächste Runde, der Glückswürfel bestimmt wieder. Und wir bekommen... die Nummer 3. Nächste Runde, Freunde. Nächster NPC-Boss. Und es ist natürlich Captain Jones. Das einzige Problem ist nur, ich hatte den gerade schon, aber ich habe nicht aufgezeichnet. Ich bin so unfassbar dumm gestorben. Bitte zieht euch das rein. Wie kann man so lost sein? Ich habe gedacht, ich hätte Flowberry gemacht. Spring dann runter und bin einfach tot. Aber egal. Wir machen das Ganze einfach nochmal und jetzt wird es hoffentlich funktionieren. Das Geile ist nämlich, Captain Jones ist der Hüter des Captain America-Schilds. Was steht über ihn? Schnapp dir den Schild der Gerechtigkeit, Charlie wurde gerettet, die Götter wurden verbannt, Megalodon in seine Schranken gewiesen und jetzt muss sich die Insel mit Doom herumschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Vergeltung zu vergessen und heldenhaft aufzutreten. Es ist die Zeit für Captain Jones. Ey, wo bin ich hier gerade? Oh Gott, ich bin falsch abgebogen. No, hallo, ich muss zu Captain Jones. Charlie Banani, bleib mal kurz stehen. Ich muss kurz riften. Oh Gott, da ist einer. Wir driften einmal kostenlos. Ich habe bald eh kein Gold mehr zur Verfügung. Oh Gott, sag mir jetzt nicht, da ist irgendeiner. Captain Jones, sind Sie doch am Leben? Okay, er lebt noch. Chili Midi. Ich habe keine Ahnung, ob hier einer ist. Oh Gott, hier ist wirklich einer. Ist das dein Ernst? Ey, Junge, wie soll ich diese Challenge hier denn machen? Kleiner Ekliger. Oh Gott, der ist auf dem Dach oben. Naja, warte mal ab. Ich hole mir jetzt den Loot von Captain Jones. Und dann wirst du schon sehen, was passiert. Gib mal schnell den Schild. Okay, ich hab ihn. Oh, es sind sogar zwei. Der eine hat gar nichts dabei.
Oh Gott, ich habe alle drei getroffen. No, es tut mir leid, Mann. Ich kann doch nichts dafür. Ihr wisst doch selber, die Geschichte ist sehr, sehr traurig. Captain Jones wird demnächst sterben, aber anscheinend stirbt er heute schon. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Ich erzähle Geschichten über dich, ich mach's traurig. Und du fällst mir so in den Rücken rein. Ist das dein Ernst? Stimme ist, der verkauft halt noch eine Waffe. Ich hoffe, der beruhigt sich jetzt gleich wieder. Wir können Freunde sein. Ich hoffe, er ist ein Freund. Oh Gott. Damit war nicht zu rechnen. Captain Jones, bitte, hör doch auf. Sei doch ein Freund. Was soll das denn? Was ist denn, wenn wir einmal abhauen und dann kommen wir wieder? Das hat bei den anderen Bots auch funktioniert. Er ist so ein 31er, ne? Wenn es drauf ankommt, der trifft gar nichts. Ja, super, es sind auch noch zwei Gegner. Oh Gott, sie haben Shuri gehabt. Nein. Ich wollte auch Shuri. Was wird denn das jetzt? Das chillt doch jetzt hier nicht, oder? Hallo, was geht? Ich habe was für euch vorbereitet. Jetzt schon wieder Captain Jones. Ach, du triffst mich doch nicht, du Eierkorb. So, den haben wir schon mal. Dann komm doch her. Leute, die hatten wirklich Shuri-Fähigkeiten dabei. Die hatten den Shuri-NPC. Aber nicht mit mir, meine Freunde. Gib mir die Krone wieder her. Das läuft ja eigentlich viel besser als gedacht. Nach dem ganz Schlechten zumindest. Oh, die Nase ist wieder frei. Okay, wir hauen ab. Dann kommen wir wieder und dann hoffen wir, dass er die beiden Schläge eben mit dem Captain America-Schild irgendwie gut verkraftet hat. Falls nicht, muss er jetzt draufgehen. Oh Gott, der Husten kommt wieder. Captain Jones, ich bin wieder zu Hause. Willst du jetzt vielleicht mein Freund sein? Na komm schon, er hat diese Sprechblase. Ist es dein Ernst? Du willst wirklich Krieg haben, ja? Okay, jetzt spiel ich halt nur mit einer Waffe. Ist mir doch egal. Du willst es doch nicht anders. Ich wollte dein Freund sein und hab keinen Fehler gemacht. Und jetzt sind wir hier. Man denkt halt auch, der droppt ein Captain America Schild. Macht er aber gar nicht. Das ist so ein Eierkopf. Er hat nur diese Monarch-Pistole dabei. Und die hätte ich jetzt noch in Lila kaufen können. Ey, wartet mal. Ich kann sie noch in Lila kaufen. Du bist doch der Beste, Mann. Das Krasse ist, wir können jetzt auch noch verschiedene Fragen stellen. Zu Doom, Hope oder das Orakel. Aber das haben wir sowieso schon gemacht. Ja, geil, Mann. Und ich habe gedacht, diese Pistolen wären verloren gewesen. Ich denke, es gibt mehr im Leben als nur die Rache. Ja, denke ich auch. Trotzdem bist du auf mich draufgegangen, du 31er. Naja, egal. Ich verzwiebel mich jetzt. Jetzt auf die Karte drauf gucken. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich werde euch jetzt gleich noch einen geheimen Trick zeigen. Den wollte ich euch eben auch gezeigt haben. Das ist zwar ein klein bisschen gegen die Regeln, aber nur, wenn man ein Deutscher ist. Oh Gott, was macht ihr denn hier? Nee, 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 nee. Das ist meiner. Das ist meiner. Lasst den in Ruhe. Die kleinen 31er. Das hättest du besser nicht gemacht. Ich sag's dir, mein Freund. Weil das wird dir richtig wehtun. Wo ist denn der andere jetzt? Oh, der ist hinter mir. Ich hab eine Idee. Wir kombinieren mal eben was miteinander. Oh, es hat nicht funktioniert. Oder doch? Es hat doch funktioniert. Es ist doch der Doom. Hey, dann kriegen wir doch noch den Fight. Hä? Was ist das denn gerade gewesen? Ach, du hast auch ein Captain America-Schild. Das hättest du doch nicht tun sollen. Sollen? Dollen? Ey, Leute, ich kann nichts dafür, Mann. Ich bin gerade auf Nasenspray. Weil die Nase so zu ist. Wieso hast du kein Fuffi dabei? Können wir trotzdem abhauen? Das Problem ist, ich habe keine Zeit. Wir müssen abhauen. Vielleicht finde ich noch ein bisschen Gold auf dem Weg. Wir haben nur 284. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Und zwar geht es um diesen Bot hier. Dieser Bot ist geisteskrank. Es ist Artemis. Viele Leute kennen den Trick wahrscheinlich schon. Wenige nicht. Oh Gott, das kostet nur 200. Das ist so perfekt. Wir werden sie jetzt gleich anheuern. Und wartet mal ab. Sie hat eine ganz besondere Fähigkeit, die normalerweise auch ein Medaillon hat. Aber ich zeige euch das Ganze gleich. Mein letztes Gold gebe ich für dich aus. Artemis rekrutieren. Ist zwar ein klein bisschen gegen die 100%igen Regeln. Aber eigentlich auch nicht, weil ich habe doch gesagt, ich benutze nur die Waffen der NPCs. Das ist gar kein Regelbruch. Oh Gott, hier ist einer direkt in der Nähe. Artemis, du musst deine Kräfte jetzt gleich einsetzen. Nicht weglaufen. Hier ist irgendwo einer. Ups, Entschuldigung. Die sind so close hier mit Medaillon. Ich glaube, das ist sogar das... Okay, ist nicht von Dr. Doom. Das ist das von Mysterio, der eigentlich gar nicht mehr drin sein sollte. Oh Gott, der Zug kommt auch noch. Wir sind hier mit Auto. Lol, ich hab ihn markiert. Hey, Kumpel. Oh, hast du mich nicht getroffen? Aber ich hab dich getroffen. Und ich hab eine kleine Überraschung. Oh Gott, nicht für dich. Holy moly. Das Problem ist, dass die Überraschung ausbleibt, weil ich dich getroffen habe. Oh Gott, der darf jetzt nicht sterben, der Bot. Ich brauche ihn noch.
Ich brauche ihn noch. Ich brauche ihn lebend. Oh mein Gott, wir haben ihn. Perfekt. Ist noch ein bisschen Heilung dabei für mich. Okay, das erste Medaillon ist schon mal weg vom Fenster. Oh, hier kommt einer. Das ist der Teammate von dem jede Wette. Er steht hier noch irgendwo. Das ist ein Dummkopf. Das ist ein richtiger Dummkopf. Guck's dir an. Er ist richtig dumm. Er ist richtig dumm. Er campt im Auto. Ja, sorry, Mann. Da kann ich leider nichts dafür, wenn du auf die Karte guckst. Ich hatte ein kleines Streitgespräch gehabt mit seinem Teamkollegen. Ach, ich liebe es, Duo zu spielen. Das ist so cool, ey. Was er alles dabei gehabt hat. Die besten Waffen. So, da wir keinem anderen gönnen, nehmen wir das jetzt einfach mit. Und zack, fertig. Oh, da sind welche. Sind bei einem anderen NPC. Gönn dir doch. Mein Gott, diese Pistole. Ich habe ein paar Mal daneben geschossen. Aber dennoch so viel getroffen, dass ich beide ausgeschaltet habe. Was macht ihr denn hier auch? Ihr wolltet auch eine ganz spezielle Challenge machen, ne? Mit Gwenpool und so. Aber ich kam dazwischen. War das Lenny, Benny und seine Gang? Ich habe gar nicht aufgepasst. Könnte sein. Der Arme. Gerade wiedergekommen und schon wieder tot. Was höre ich denn da, Artemis? Ich glaube, hier sind ein paar Leute am Fighten. Wird Zeit, dass du einen kleinen Scanner-Roni machst. Wir sind wirklich einige am Fighten. Oh mein Gott. Okay, da sind einfach vier Leute. Da hinten sind nochmal irgendwie zwei, drei Leute. Das riecht doch fast nach einem Captain America-Schild. Oh mein Gott, ey, das Ding ist so geisteskrank. Dieses Killen von Leuten, die in der Nähe stehen, das gehört da verboten. Die Killanzeige wird jetzt gleich ein bisschen höher werden, glaube ich. Das ist auch so komisch. Die lila, ne, hat kein Scope, aber die blaue schon. Okay, hat einfach zwei Schüsse ausgehalten. Artemis, nice, nice, nice. Jetzt kommt drauf an. Alles oder nichts. Wannabe und seine Gang oder die andere Gang? Ah, das ist zu früh getrackt. Du hast zu früh getrackt. Trotzdem sind die hier AFK. Boah, die 70 haben schon richtig wehgetan. Ist direkt bei mir. Okay, und ich bin direkt tot, Mann. Weder Bot, noch Pistole, noch irgendwas anderes hat standgehalten. Oh Gott, nur 8er am Ende. Ey Leute, was war das für eine komische Runde? Was macht der denn da? Leute, was macht der denn da? Der hat einfach rumgedanced. Oh Gott, das sind solche 31er. Der wollte nur ein bisschen Spaß haben. Naja Leute, so ist das Ganze manchmal. Mal verlierst du und mal gewinnen die anderen. Wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Creator Code Wannabe im Itemshop nicht vergessen. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder.